So Leute, da sind wir wieder bei The Legend of Zelda, The Wind Waker in HD. Ja toll, kaum nehme ich die Aufnahme, kaum nehme ich auf, da kommt wieder Regen. Ach nee, wir sind hier auf der Nadelfelsinsel, ja, und hier gibt es sogar gleich zwei Sachen, die wir machen können, soweit ich weiß. Und zwar müssen wir einmal da in die Truhe, dafür müssen wir aber das Feuer ausmachen. Um das Feuer auszumachen, müssen wir einmal da oben auf dem Nadelfelsen einen Schalter aktivieren. Das Problem ist, ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe nämlich da schon mal zwei Greifenhorste, oder wie die heißen da, diese... Ja, Greifenhorst kann es ja eigentlich nicht sein. Es müssten ja Greifen sein. Ein Greifenhorst ist nämlich das Nest. Nee. Wir müssen jetzt nämlich ganz einfach mal ganz kurz eine Putt-Putt-Frucht nehmen. So. Und dann mit einer Möwe bis nach da oben fliegen. Und wenn es geht, nicht von diesem Viech da getroffen werden. So. Und wir müssen ziemlich hoch fliegen, was das Problem ist. Was das Hauptproblem ist. Natürlich sind die Greifen da oben auch nicht gerade dazu abgeneigt, uns anzugreifen. Seht ihr? Nein, 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 da oben war der Schalter. Ich habe ihn doch gesehen. Fuck. Na, gut, dann versuchen wir es weiter. Oh, oh. Ach, sie kommen auf uns zu. Das finde ich aber nett. So, einer zumindest ist weg. Ja, das Problem ist, ich habe auch nur zwei Putt-Putt-Früchte. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht abknalle und der greift uns dann an und trifft uns, dann haben wir es verkackt. Und darauf habe ich nicht wirklich Bock. Kommt er auch nochmal zurück? Nö. So, ein Penner aber auch. Aber vielleicht sieht man ja von der anderen Seite. Ich glaube zwar eher weniger, aber Versuch macht klug. Es würde mich natürlich schon derbe ankotzen, wenn das jetzt nicht klappen würde, ne? Und wie gesagt, wenn wir das jetzt nochmal mit der Möwe machen, wenn wir dann nochmal angegriffen werden, haben wir ein fettes, fettes Problemski. So. Man kann ihn von hier oben... Oh, komm. Ist er das überhaupt? Nee, ne? Das ist ein Baum oder so. Ein Busch. Ein Busch. Ja, vielleicht hätte ich mir ein paar Putt-Putt-Früchte mehr mitnehmen sollen. Wir haben noch eine. Naja. No risk, no fun oder wie war das? Eigentlich will ich ja gar nicht, ne? Weil wenn, dann müssen wir das alles nochmal neu... wir schaffen das. Wir müssen einfach nur mit der Möwe erstmal hoch. Das ist das Hauptproblem. Mit der Möwe hoch. So. Flatter mal ganz weit hoch. Der sitzt natürlich auch direkt da. Vielleicht. Das sind zwei. Dong. Ha, Glück gehabt. Okay, dann kann ich zurück. Die Möwe ist mir jetzt mal scheißegal. Und so. Ja, hat doch wunderbar funktioniert. Nicht wahr? Nicht wahr? Hat doch wunderbar funktioniert. So, und was gibt's hier? Herzteil? Yay! Trat dahin, noch eins im Sinn. Wunderbar. Na, das freut mich doch. Wisst ihr, was jetzt doof wäre? Hätte ich nicht mehr genügend Pfeile, ne? Das wäre jetzt natürlich doof, weil wir müssen hier mal ganz kurz das Eis wegflambieren. Flambieren? Da ist nämlich eine Höhle, in die wir jetzt reingehen. Übrigens finde ich das sehr gut, dass diese Löcher immer genau kreisrund sind. Lebender, entzünde die sechs Fackeln und führe die Seele des durch die Dunkelheit irrenden Schiffes ans Licht. Ach du Scheiße. Na gut, versuchen wir es mal. Also. Uno! Oh. Das ist da. Oh, hat gerade so funktioniert. So, sechs Fackeln hat er gesagt. Zwei haben wir. Drei. Vier. Da oben, wenn ich sie treffe. Zu hoch. So, vier. Fünf ist direkt hier drüben. Aha. Wunderbar. Fünf. Aha. Und wo sechs? Ah, ich sehe sie. Ah, schaffen wir vielleicht noch. Wenn ich nicht zu hoch schieße. So. Wunderbar. Sechs Fackeln angezündet. Jetzt ist ja hell. Feuer, Feuer, ah, und magische Energie können wir eigentlich mal alles mitnehmen. Ah, gut, was gibt's hier in der Truhe? Ja. Okay. Na gut, 1500 Rubine haben wir jetzt, das ist schon eine Menge. Gut, dann haben wir das hier auch ganz schnell gemeistert. Mensch, ich dachte ja, wäre mehr gewesen. Scheinbar ist dem aber nicht so. Ist da drüben auch noch was? Nö. Gut, dann können wir ja ganz easy pupisi weitermachen. So, jetzt mal schnell auf Karte umschalten. Wir müssen weiter nach unten. Wir wollen ja noch die ganzen
Inseln eintragen lassen, ja? Ganz genau, das wollen wir tun. So, welche ist denn die nächste? So. Nee, da. Oh, guck mal, ein Wirbelsturm. Wie schön. Nee. So, wo ist Neptunus? Da vorne. Ich sehe ihn schon. Na, habt ihr ihn auch gesehen? Bei HD sieht man so viel, ne? Voll komisch. Wieso das so ist? Ich weiß es nicht. So. Wir haben ja jetzt zumindest alle Items, was schon mal sehr gut ist. Das heißt, wir können so ziemlich alles machen in dem Spiel bis jetzt. Also wir können uns sämtliche Herzteile holen und was weiß ich nicht alles. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so Not tut, alle Herzteile zu sammeln, aber ein paar wären noch schön. Ja, ja. So, dann fällt er doch erstmal eine Seekarte auf. Machen wir. So. Rhombus. Rhombusinsel. Okay. Hat das was zu sagen? Jungchen, ich habe gerade erst eine phänomenale Information reinbekommen. Der Schatz, der hier irgendwo auf dieser Insel schlummern soll, mit dem erreichst du, dass es anstatt wie sonst immer zu verschwinden, plötzlich nicht mehr verschwindet. Du weißt schon, wovon ich rede, oder? Na, von diesem Dings halt, das hier immer auftaucht, wenn nachts dem Mond links ein kleines Stück fehlt, verstehst du? Kannst du mir folgen? Das wär's soweit von mir. Ja, ja, ich weiß schon, was er meint. Sehr gut. Das heißt, hier kriegen wir das Item, womit sich das Geisterschiff nicht immer wieder in Luft auflösen lässt. Ergab der Satz gerade Sinn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir uns das gleich mal angucken. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun, ne? Das war doof. Na gut. Was soll's? Passiert. Hallo? Ich würde da jetzt schon gerne so ein bisschen drauf und so. Hä? Wieso ging das nicht? Wieso geht denn das nicht? Aha, jetzt. Es fängt schon wieder an zu regnen. Ich hasse es, wenn es regnet. So, erstmal, was ist denn da? Ist da ein Loch drin? Nee. Nö, ist einfach nur abgesägt. Na gut, dann einfach weiter mit dem Enterhaken immer höher. Wow, okay. Und, habe ich hier jetzt schon wieder so ein Greifen gehört? Hat sich so angehört. So, ist hier irgendwas? Hier gab es nämlich, glaube ich, zwei Löcher. Ach nee, da oben ist ja eins. So. Bob, da sind wir. Und Tschüssikowski. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil normalerweise war das nämlich die Geisterschiffkarte, aber ich weiß nicht, ob man die hier gekriegt. Doch, man hat sie. Ach nee. Jetzt kriegen wir übrigens ein super Rätsel. Topfspringen. Nenne ich das einfach mal. Weil wir jetzt nämlich immer von Topf zu Topf springen müssen und immer weiterkommen müssen. Jetzt bin ich auch am Überlegen, ist das hier, wo wir lang müssen? Wartet mal ganz kurz, ich nehme mal den Hammer, damit wir hier ein bisschen frei machen können. Klettern wir mal hier rein, vielleicht kommen wir ja weiter als zum Ausgang, als bis zum Ausgang. Wir kommen wieder beim Ausgang raus. Okay, also gerade durchlaufen. Gut zu wissen. Ich glaube, da bleiben die auch offen, ne? Die bleiben offen, ja, deswegen. Am schlauesten ist es eigentlich, den Topf, der richtig ist, zuerst aufzuschlagen, weil dann weiß man immer, aha, in den müssen wir rein. Aber man kann ja nie wissen, wo man rauskommt, ne? So, erstmal ganz kurz die hier, weil ansonsten nerven die nur. So. Du da auch. Ohne mich mit einer Vase abzuschmeißen, du Penner. So, tschüssi. So, jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir nämlich schon drei Töpfe zur Auswahl. Yay. Ich nehme mal den hier. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie einen Sinn hat mit den Fackeln, dass die so stehen. Maybe. Maybe not. In dem Fall wohl eher not. Kann man eigentlich... Muss das jetzt mal ganz kurz... Weil ich glaube, auf irgendein Schiff konnte man sogar tatsächlich drauf mit dem Enterhaken. Naja. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass das immer dieselben Schiffkonstellationen sind? Dass sie immer genau gleich stehen? Ja, könnt ihr mal sehen. Oder warte mal, war hier hinter auch? Aha! Aber ich glaube, das hier ist eh ein falscher Topf. Also weiß ich nicht, ob das so schlau ist, hier reinzugehen. Oder vielleicht bringt er uns ganz woanders hin. Was gibst du? Hm, Geld. Na gut, Geld sieht man immer gerne und Pfeile natürlich auch. Versuchen wir es einfach mal. Hier werden wir übrigens sehr lange für brauchen. Oh, wo kommen wir denn jetzt raus? Edel? Eine Truhe. Mit einem Glücksamulett. Yay.
Ja, da hinten müssen wir hin. Glaube ich. Nee, warte mal. Da hoch müssen wir. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal wieder hier zurück. Das ist so scheiße gemacht. Vor allem, man hat keinen Anhaltspunkt, wo man... Um Gottes Willen! Das war jetzt, wieso tauchen die wieder auf? Welcher war denn jetzt hier der Richtige? Von da sind wir... Achso, ja, wir müssen in den hier. Seht ihr, da fängt schon an. Okay. Hallöle! Mal ganz schnell hier rum. Fix mich nicht. Auch wenn er versucht, mich mit Wahnsinn abzuwerfen. Gehen wir mal in den hier. Wahrscheinlich ist es der einfach direkt daneben gewesen. Oh, nee. Richtig. Uiuiui. Jetzt bin ich selber verwirrt. So, bevor die hier nerven. Jetzt ist die Frage, welchen Topf müssen wir da? Oder einen von den beiden? Man weiß es nicht. Weil hier sind auch nirgendwo Zeichen dafür. Das ist ja die Kacke. Obwohl, hier ist eine Vase. Vielleicht ist die Vase ein Hinweis. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Sag ich doch. Wahrscheinlich nicht. Oh. Ja, komm. Es ist immer so kacke. So. Jetzt hier rein. Eieiei. Mein Gott. Oh, nein. Danke. Schön, dass die auch Vasen kaputt machen. Da bin ich wenigstens nicht der Einzige im Spiel. Okay. So. Nee. Den nehmen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen jetzt einfach eiskalt mal den hier. So. Da kommt dunklerer Rauch raus als bei den anderen. Moment. Wenn das jetzt der Richtige ist, es ist der Richtige. Es kommt dunklerer Rauch raus. Okay, Leute, merkt euch das. Wo dunkler Rauch rauskommt, das ist der richtige Weg. Wo heller Rauch rauskommt, das ist falsch. Muss man auch erstmal drauf kommen. Nicht schlecht. Na gut, was kriegen wir hier? Die Geisterschiffkarte. Ja, die wurde geschrieben. Und direkt nachdem sie fertig geschrieben wurde, starb der Schrott. Okay, fällt erstmal eiskalt irgendwas runter von meinem Sofa, nachdem wir die Geisterschiffkarte gekriegt haben. Also das ist sehr mysteriös. Aber okay, wir haben eine Geisterschiffkarte. Das heißt, wir können auch schon aufs Geisterschiff, theoretisch gesehen, wenn wir denn irgendwann das Geisterschiff sehen. So, lass mich kurz überlegen, wo ist denn der rote Leuenkönig? Wir sind allein! Allein, allein! Ach, da unten steht er. Platsch. Wow, ist nur eine kleine Pfütze. Okay. Schaffen wir's? Oh, so gut. Auch wenn wir eigentlich theoretisch gesehen meilenweit daneben gesprungen sind. Gut, Karte. Falsche Richtung. Wir wollen noch da. Nee, Sekunde mal. Falsche Melodie. Ach ja, schon schön. Wir haben es Nacht. Nachts. Ist es nachtig und schattig? Da hinten, das müsste übrigens Präludien sein, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Oh nein! Wo kommen die denn her? Nervt mich nicht. Ich mein's ernst, nervt mich nicht. Oh, drüber geschossen. Och komm. Hey! Ich treff dich noch. Ich mein's ernst. Siehst du? Pech gehabt. Ich hasse Killer-Onas. Vor allem, was macht ein Terry da hinten? Ist das Terry? Ne, das ist ein Piratenschiff. So, na, wenn's weiter nicht. Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Dann holen wir uns den Schatz auch gleich mal. Oh. Einmal. Bergen, bitte. Aua. Okay, schön, dass die uns immer wieder Leben abziehen und nicht vom Boot schmeißen. Dementsprechend. So, gucken wir erstmal, was gibt's denn hier überhaupt? Auf einen Schatz. Ein silberner Rubin, na, was soll's. Gut, nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber jetzt müssen wir erstmal hier irgendwie auf die Insel kommen. Auf die Insel? Sekunde mal, wollte ich nicht eigentlich nur Neptunus und dann... Okay, steig mal aus. Bevor die hier... Wow. Bevor die uns hier abknallen, wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment hat er uns schon abgeknallt. Also der rote Leuenkönig, der steht hier ein bisschen unter... Da sind jetzt auch noch...
Natürlich. Da sind auch noch Taucher. Ich wollte gerade fragen, kann ich nicht... Danke. Gut, ich kann sie doch abknallen. So. Natürlich. Natürlich. Alles gut. Sekunde mal, kann ich... Muss mal ganz kurz, kann ich den hier runterwerfen? Dann kann ich da durchwerfen, okay. Gut, dementsprechend nehmen wir uns jetzt mal ganz kurz das Dekoblatt. Denn mit dem Dekoblatt können wir das ganz einfach hier reingolfen. Wenn wir das da reingolfen, dann gehen die weg. Wieso auch immer. Jetzt bin ich mal gespannt, von wo... Wo die nächsten kommen. Die nächsten kommen... Uah! Ja, ganz ruhig. So. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen schlauer spielen. Ja, ja, nein. Wie fies. Wie fies. Luftgolf. Ich hasse Luftgolf. So, jetzt aber. Der geht rein. Ach ja. Ach, wir haben's morgen. Ich glaub's ja nicht. Ey. Hauptsache, wir werden hier die ganze Zeit abgeballert. Wo ist der Neptunus eigentlich? Ja, die können wir von hier aus nicht abballern. Das ist ja das Problem. Oh! Oh! Cool. Blaues Schleim. Wusste gar nicht, dass hier auch welches ist. Wie viel haben wir davon jetzt eigentlich? 15 brauchen wir. 6 haben wir. Ey, das ist schon ordentlich. Gut, das da hinten zu den Taucher. Ganz ruhig. Da hinten zu den Tauchern werden wir auch gleich nochmal. Vielleicht geben die uns eine Flasche oder so. Das wäre dann die letzte Flasche übrigens. Das war super. Das war noch besserer. Besserer Haarer. Moment. Ich krieg das noch hin. Hallo, wieso rollt denn das immer zur Seite? Das ist so doof. Hallo. Wie soll ich denn das machen? Soll ich über Bande spielen oder was? Über Bande geht doch gar nicht. Oh, doch. Geht. Wow. Das war voll easy. Das war ein Klacks. Natürlich. Glaubt mir jeder. Wenn diese Killer-Onas nicht wären, ne? Ich nenne die nicht. Ich mag die nicht. Boah, ganz ruhig. Hey, du sollst hier weggehen und nicht wieder rauskommen. Junge, Junge. Ach, das ist auch eine Höhle. Ach du Kacke. Putzblitz, was für ein herrlicher Anblick. Diese schillernden Farben. Gut, dass ich mir dieses Kaleidoskop gekauft habe. Der Verarschstein. Ein Kaleidoskop. Ha! Ist ja nett. Weil normalerweise heißt es immer Potzblitz und dann was weiß ich, was die gefunden haben. Und wenn man sich das dann anguckt, da ist irgendwas Besonderes drin. Zum Beispiel ein Herzteil oder eine Flasche. Und der hat sich halt ein Kaleidoskop gekauft. Und ich denke mal, ihr wisst ja, was ein Kaleidoskop ist, ne? Das ist dieses komische Ding, wo man durchgucken kann und wo ganz viele Spiegel drin sind und alles. Wo man dann so ja, verschiedene Farben und was weiß ich nicht da alles sieht und Form und was weiß ich nicht alles, ne? Ja, das ist ein Kaleidoskop. Hatte ich selber mal früher, war ich voll begeistert immer. Ach ja, die guten alten Zeiten. Wow, die Sonne strahlt jetzt hier voll durchs Fenster und ich werde geblendet. Scheiße. Na gut, gehen wir erstmal ins Loch. Das klingt falsch. Egal. Du, was auch, du Kacke. Ach, du heilige Scheiße. Okay. Erstmal die hier platt machen und dann dich auch irgendwie. Na komm. Oh. Der kann nicht mehr so gut fliegen, würde ich sagen. Und jetzt dürfte er eigentlich gleich tot sein. Und hier die Klettullas mal auch lieber. So. Dafür kriegen wir sogar was. Yay. Wow, ist der Fernseher laut. Alter, die Sonne. Ich mag ja die Sonne an sich, aber ist jetzt ein bisschen grell. Muss ich jetzt wirklich mal zugeben. Eieiei, jetzt kommt ihr aber richtig mit Power. Jetzt muss ich gleich das Rollo runter machen. So ein Scheiß aber auch. Ja, schön auf der Schatzseite, ja. Auf der Wetterseite zu sein, ne? Klettolas. Na gut, gehen wir mal wieder raus. Haben wir auf dieser Insel auch so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Also, gucken wir jetzt mal, wo Neptunus ist. Bevor ich da jetzt wieder irgendeinen Scheiß baue. So. Hä? Oh, wo kommst du denn her? Arschloch. Neptunus. Da, da vorne. Ach, das ist ja gar nicht mal so weit weg von unserem Zielpunkt. Gut, dann holen wir uns jetzt schnell die Karte von Neptunus. Dann haben wir nämlich alle Karten. Das will schon mal was heißen. Und danach... So, hat er das gesehen? Schnell, schnell, schnell. Ist auf, bevor es weg ist.
Das hatte ich nämlich schon ein paar Mal. Das ist nicht lustig. So. Ja, gut. Ja, ja. Letzte Karte. Ist das nicht toll? Das ist toll, ne? Platsch. So. Das ist die Hufeiseninsel. Yay! Wieso ist da so ein roter Punkt? Ach, da haben wir schon einen Schatz. Der Alte auf der Nachbarinsel im Osten war früher ein großer Schwertmeister. Als Beweis hat er sogar ein Ritterwappen. Was es mit den Ritterwappen auf sich hat, willst du wissen. Aber Jungchen, wenn ich dir das jetzt einfach auf die Nase binde, dann wäre es doch langweilig, oder? Das wäre soweit von mir. Schnauze. Oh, Schluch. So, jetzt ganz schön... Aua. Wo waren die Taucher? Ich ignoriere die Taucher einfach mal gekonnt. Die Killer-Onas gekonnt. Und flieg vor allem. Alter, haben die uns viel Leben abgezogen. Arschloch. So. Hey. So, reden. Junge! Sollte dir etwas über diesen legendären Schatz, das goldene Dreieck des Piraten-Captain Dreifuß zu Ohren kommen, sag uns doch bitte Bescheid. Und selbstverständlich bitten wir um absolute Diskretion. Nicht, dass es nachher noch jeder und sein Nachbar weiß. Arschloch. Die geben ja auch nichts. Ja. Ja, ich wollte einfach nur... Wow! Ich segel hinfort! Was willst du tun? So, jetzt mal ganz schnell hier rüber. Der verfolgt uns immer noch, der Penner. Oh, wir sind zu schnell für ihn. Oh, guck mal, ein Wachposten. Ah, zwei Wachpostens. Zwei Wachpostens, ja, nee, ist klar. Moment. So, hier kann ich, denke ich, mal erstmal anhalten, weil die schießen ja nicht. Oh, die haben Kanonen. Die schießen, wenn sie können. Möwen. Oh, warte mal, das sind viele Möwen. Das heißt, eventuell haben wir gleich einen Oktoklus da. Gut, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Karte. Nein, ich wollte doch eigentlich hier... Das heißt, ein Schlüssel werden. Terry-Karte, Wachpostenkarte. Wahnsinnskarte. Genau die will ich gucken. Zwei höher ist ein goldenes Schiff. Da müssen wir uns die Karte kaufen. Verdammt! Ich Idiot! Ich Idiot! Zwei höher! So, wo geht's noch lang? Ja, ich bin schon auf gutem Weg. Wer schießt denn jetzt? Der hat geschossen. So ein Arsch. Zwei Inseln höher. Da ist das goldene Schiff. Und das tut uns gleich so eine Schatzkarte verkaufen. Aber für Preise, die unhuman sind. Aber ich glaube, wir können uns da sogar noch ein Herzteil kaufen. Wenn wir nicht zu wenig Geld haben. Was bei 1700... Rubin durchaus sein kann. Hey, Fass! Yay! Noch einer! Yay! Wir kriegen ein paar mehr Rubine. Aha! Kannst du mal sehen. So, das will, das war voll dagegen klatschen, wa? Aber nicht mit mich. So, da... Ja, das taucht ja an wunderbaren Orten auf. So, wo ist die Nadelfelsinsel? Da. Da müssen wir gleich... Was war das da? Nicht, dass sie jetzt... Nee, hier ist richtig. So. Wo ist deine goldene Terry-Händler jetzt, bitte? Jota und Knuff. Eiter und Knuff. Weiß ich gerade echt nicht. So, der soll angeblich laut der Karte hier sein. Aber das ist auch schon mysteriös. Das ist eine Karte, die zeigt, wo... eine Karte, die einem immer zeigt, wo Terry ist. Also der goldene Händler. Der da auch überhaupt nichts mit Terry oder so zu tun hat. Ich sehe hier aber auch gerade kein Schiff. Ihr? Noch ein bisschen herumfahren. Ich sehe hier wirklich kein Schiff. Das ist ja merkwürdig. Wart mal ganz kurz. Habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Ach, das goldene Piratenschiff, das haben wir doch schon abgeballert. Idiot. Da vorne in der schwimmenden Festung haben wir uns die Karte ja auch schon geholt. Okay, alles gut. Ach, wir haben schon wieder so viel aufgenommen, Ach, das ist doch kacke. Hä? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, wieso hatten wir uns das nochmal dahin geschickt? Normalerweise verschwindet das doch dann auf der Karte. Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist mir alles ein bisschen zu hoch. Wollte ich schon mal so gesagt haben, ne?
So, wir fahren jetzt übrigens zu der nächsten Insel, wo angeblich das ein Triforce-Teil versteckt ist. Oh, da ist ein Schatz. Oh, da ist ein Schatz. Warte mal. Ja. Jo, hier dürfte es sein. Versuchen wir es mal. Wenn da jetzt eine Vase kommt. Ui. Na gut. Holen wir uns noch den Schatz, dann fahren wir zu der Insel und dann beenden wir den Part, ja? Yay, silberne Rubine! Geld. So, was? Da ist ein Greifen drauf. Mein Gott. Okay, die nächste Insel, das müsste die da vorne sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, ja doch. So, und welche Insel ist das? Eine von Piraten geschützte, wie es aussieht. Yay. Ah, hier schon mal. Irgendwie kann ich mich nämlich nicht daran erinnern. Wenn ich wüsste jetzt auch noch, wie die Insel heißt, ne, dann wäre das ja alles... Moment. Ich gehe mal hier ganz kurz. Das ist Capo Grande. Ah ja, natürlich. Weiß doch jeder. Eine Krabbe. Ich dachte gerade, was ist das jetzt? Sind hier Ratten? Ne, das sind Krabben. Ach, natürlich, hier sind wir... Ja, ich weiß wieder. Hier sind wir ja nicht weitergekommen, weil wir diesen Steinfels da nicht... Boah, hier ist auch blaues. Ich krieg noch ein zu viel. Ich krieg noch ein zu viel, du. Ja, das stört ihn überhaupt nicht, okay. Dann hämmern wir mal wieder lustig drauf los, okay? Oh, das ballert uns natürlich auch weg, aber das Schleimgelee war weg. Okay, jetzt dürften wir 7 haben. Gut, dann würde ich sagen, die ballern da weiter fröhlich umher. Und, wenn euch der Part gefallen hat, ja, dann hinterlasst mir noch einen Kommentar und so weiter und so fort, ne? Und ich sag Tschüss und bis dann irgendwann, euer RangeLP. Bye!